Heute ist mal wieder ein toller Tag, um ganz viel Geld auszugeben. Jo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute eskalieren wir wieder. Also wir geben heute wieder viel Geld aus und ich hoffe, ihr habt Bock da drauf. Und zwar stellt ihr euch jetzt vielleicht die Frage, wie kommt es dazu? Und es kommt so dazu. Ihr seht hier ein Profil, eine Zuschauerin hat mir mal auf diese Story geantwortet, so yo, nimm mich mäßig, weil ich gekorbt wurde, hat sie geschrieben, ich soll sie nehmen. So ein bisschen auf Crush mäßig und dann hat sie geschrieben, dass sie eine Amazon-Wishliste hat und dass sie ihr was kaufen soll. Und ich habe geguckt, sie hat wirklich eine Amazon-Wishliste drin. Und ich dachte mir so, ohne ihr das zu sagen, der lieben Dana, werden wir jetzt von ihrer Wishliste einkaufen. Und ich dachte mir, bevor ich sie mir anschaue, werde ich einfach alles kaufen, wo eine 1 davor steht. Heißt, alles für 10 Euro oder, ne? Alles für 100 Euro oder alles für 1000. Also wenn sie ein MacBook drin hat, für 1400 Euro beispielsweise, werde ich ihr das MacBook kaufen müssen. Also, ich habe wirklich noch nicht die Wishlist angeschaut. Wir machen das jetzt zusammen. Und ich werde alles in den Warenkorb tun, wo eine 1 davor ist, liebe Freunde. Und ich mache keine Späße. Dana, heute ist dein Glückstag. Dana, weil nur kurz bevor, du guckst dir dieses Video hoffentlich an. Hoffentlich. Es wäre mega cool. Übertrieben korrekt. Ich weiß nicht, wie kamerascheu du bist oder nicht, aber es wäre mega cool, wenn du ein kleines YouTube-Video dazu drehst, wie du die Sachen alle auspackst, wie die Sachen bei dir ankommen. Einen kleinen Haul oder so. Wäre super, super geil. Wirklich. Wenn du nicht schneiden kannst und das wirklich gar nicht hinkriegst, dann reicht es auch, wenn du das alles filmst und dann schickst du das mir, dann gebe ich das Dennis und Dennis kann dann das zum Beispiel zusammenschneiden, falls du das gar nicht kannst, okay? Dana, das wäre echt cool, weil dann kann ich darauf reagieren und dann, ja, wäre das bestimmt auch ein cooles Video. Auf jeden Fall würde ich sagen, liebe Freunde, wir machen gar nicht lang rum, wir fackeln gar nicht lange um den heißen Brei. So, und wir sind bei ihrer Wishlist. Alles, wo eine 1 davor ist, wird gekauft. Ich habe mir nicht... Sie kann 1000 Produkte drin haben in ihrer Wishlist. Wenn sie 1000 drin hat und 500 davon eine 1 davor haben, muss ich die alle kaufen. Es kann sein, dass ich insolvent gehe. Leute, dieses Video ist kein Spaß. Bevor es losgeht, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch Snacks, macht euch einen leckeren Tee. Ich gönne mir jetzt auch erstmal ein M&M auf den Schock und wir scrollen langsam, aber sicher. Ich bin sehr nervös, weil es kann für mich, es kann schief gehen. Es kann sehr schief gehen, Leute. Okay. Es fängt sehr gut an. Pulli, alles hier, eine 3 davor als Anfangsbuchstabe. Hier haben wir das erste. Ein Diffuser. In den Einkaufswagen. 16 Euro sind weg. Ey. Ich hoffe, sie macht ein Video dazu, ne? Dana, bitte. In ihrer Bio steht, she needs him. Dana, sag mir, ob du mich brauchst. Ich kaufe jetzt Fake Efeu. Let's go. Ein Ladekabel. Let's go. Das ist alles unter der 1. Oh, sie hat... Oh, hoffentlich hat sie schon einen Laptop und der ist nicht drin. Boah, wenn ein Laptop da drin ist... Und der hat irgendwie... Also, weil hier ist ein Laptop-Kissen. Oh, bitte sag, du hast... Oh, Digga, was ist denn das? Schlüsselanhänger mit Kunstleder. Mickey Mouse Collection Kulturbeutel. Oh mein Gott, da unten kommt ein Apple iPad. Da kommt ein iPad. Oh nein, wenn sie den Move gemacht hat wie Laura und jetzt einfach alles von Apple reingepackt hat. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Okay, den Kulturbeutel müssen wir reinpacken. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, es hat schon wieder aufgehört. Bitte komm nicht mehr mit Apple. Bitte nicht, bitte nicht. Ey, sie ist ein Disney-Fan, oder? American Disney Gepäckanhänger. Hä, wie süß, aber ich würde niemals für einen Gepäckanhänger 14 Euro ausgeben. Stark, Dana, dass du in dem Fall jetzt mich hier sitzen hast. Okay, wir gehen rein. Boah, ich habe so Schiss gerade. Ich habe so Schiss, es kann alles kommen. Okay, 25, 9 Euro, 35, 36, 19,99 Euro. Schmuckorganizer. Ey, Dana, brauchst du wirklich so viel Müll? Kopfhörer. Ach du Scheiße, sie hat voll viel drin. Das hört nicht auf, ne? 329 Euro. Zum Glück. Zum Glück. Oh Mann, ich hab so Schiss. Tücherbox, Kosmetikbox. Aha, passend zur Bettwäsche. Eigentlich muss die Bettwäsche auch mit rein, aber den musst du selber jetzt drauf sparen. Ich hab gesagt, nur die Sachen mit 1. Oh shit, es kommt eine Apple-Maus. Ich hoffe, sie hat dieses MacBook. Sie hat das MacBook wahrscheinlich schon. Weil sie holt sich ein Laptop-Kissen und will eine Apple-Magic-Maus. Sie hat's schon. Kopfhörer für 230 Euro. Shit, Alter, es kommt safe noch irgendwas. Bitte keine 1 mehr, bitte. Kerzen für 30 Euro. Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Ist irgendwas hier schief gelaufen? Hör mal. 15 Euro Damenbluse. Oh nee, jetzt kommen so ganz viele. Oh nee, Bluse. Noch eine Bluse. Ey, ich will den dicksten Haul der Welt sehen. Bitte. Was ist denn das denn? Bequem. Klassische Frauenboost hier. Push-up ohne Bügel.
Aha. Sind das Sport-BHs oder was? Liebe Dana. Okay, das war's. Ende der Liste. Ende der Liste. Einmal dick durchatmen. Es ist kein MacBook drin. Es ist nichts übertrieben Teures drin. Aber ich überlege trotzdem aus dem Grund, weil nichts übertrieben Teures drin war, ihr noch irgendwas zu gönnen. Leute, ich bin hart am Überlegen. Ich bin ganz hart am Überlegen, ob ich die GoPro hier noch mit reinpacke. Ganz, ganz hart. Wenn du dieses YouTube-Video nicht dazu machst, wenn ich kein Content daraus machen kann, habe ich komplett verloren in meinem Leben. Ich habe komplett verloren. Und ich werde dir diese GoPro kaufen. Weil eine GoPro ist was cool. Ich hätte die selber gerne. Inklusive Shorty-Stativ, Speicherkarte, Kopfbügel und Akku. Da ist alles dabei. Warum Kopfbügel? Bist du Fahrradfahrerin oder was? Du musst dann schon auch erklären, was du mit den Sachen vorhast in deinem Video. Ey Dana, Real Talk, wenn du kein Video machst. Ich weine. Bitte sag, du traust dich ein Video zu machen. Du musst es auch nicht auf YouTube veröffentlichen. Es reicht, wenn du es mir privat schickst oder so und ich darf drauf reagieren. Du kannst es aber auch auf YouTube veröffentlichen. Das könnte der Start deiner YouTube-Karriere sein. Ich werde dann auf deinen Kanal verlinken. Meine Leute werden dich supporten. Vielleicht. Auf jeden Fall ist heute dein Glückstag, denn wir packen die GoPro in den Einkaufswagen. Und der Einkaufswagen ist jetzt schon sehr hoch. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, ist hoch. 537 Euro. Dana, 537 Euro. Okay, der Artikel geht nicht. Warum gehen denn so viele Artikel nicht? Okay, die Blusen fallen raus, der Anhänger leider auch. Das ging irgendwie nicht. Die Taschentuchbox ist dann auch das Letzte, was rausfällt. Egal, habe ich nochmal 40 Euro oder so gespart. Dana, dann packe ich einfach noch diese ätherischen Öle rein. Ach, die braucht sie eh für den Diffuser, glaube ich. Irgendwas können wir doch noch reintun. Ey, eine Kerze für 30 Euro niemals. Kannst du sowas verknicken, Alter. Wow. 30 Euro für eine Kerze ausgeben. Krass. Machen wir einfach mal den Pulli hier, oder? Komm, scheiß drauf. Okay, let's go zur Kasse. Mal gucken, ob das jetzt auch an ihre Adresse liefert. Die Adresse ist in dem Fall, wenn man sich eine Wunschliste macht, wird die gehidet, also verborgen. Und ja, Geschenkoptionen speichern. Ich hoffe, sie freut sich, ne? Wenn sie sich nicht freut und mich einfach nur abziehen will, bin ich auch voll traurig. So, die Sachen kommen am 13. und am 15. April. Am 15. kommt nur noch der Diffuser. Der Rest kommt am 13. 13. April ist wann? Oh, morgen schon. Wie zahle ich? Ich zahle ja mit dem Konto hier. Wir drücken jetzt auf jetzt kaufen, liebe Freunde. 511 Euro der Gesamtbetrag. Jetzt kaufen. Dana, Ihre Bestellung wird verarbeitet. 500 Euro habe ich ausgegeben für dich, Dana. Bitte, bitte mach ein Video. Bitte, das würde mich sehr freuen. Warum mache ich sowas? Egal, liebe Freunde, ich will jetzt nicht wissen, wie viele von euren Amazon-Wunschlisten in meine DMs sliden. Ich will es wirklich nicht wissen. Trotzdem blende ich euch hier mein Instagram ein. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen über euren Support. Ihr seht, für meine Videos ist mir kein finanzieller Batzen irgendwie zu viel. Ich freue mich. Dana wird sich bestimmt auch freuen und ich freue mich, ihr eine Freude zu machen. Ich hoffe, ihr als Community freut euch auch und fühlt euch jetzt nicht irgendwie kacke oder so, weil Dana jetzt was bekommen hat und ihr nicht oder so. Also bitte kein Auge machen, bitte gönnt der Dana. Hofft einfach, drückt die Daumen, dass Dana ein Video dazu macht. Das wäre richtig, richtig cool, wenn sie einen kleinen Haul dazu macht. Und ansonsten, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Schaut gerne auf Instagram vorbei, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert gerne den Kanal. Ich freue mich, euch morgen wieder zu sehen. Haut rein und ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.